Hallo und herzlich willkommen zurück in der Bastelecke. Hallo. So, heute ist Fokus angesagt, deswegen auch kein Parallellöten. Wir konzentrieren uns ganz auf den Amiga 4000, den Rest, der da noch zu tun ist. Weil die große Frage ist, geben wir ihm jetzt den Rest oder ist er am Ende restauriert? Ich gehe mal ganz stark von Zweiterem aus. Das hoffe ich auch sehr. Aber nochmal zur Erinnerung. Was hatten wir da für Probleme? In diesem groben Bereich hier, da war die Batterie. Und die hat ziemlich schlimmen Schaden verursacht in dem ganzen Bereich. Es sieht von oben gar nicht so schlimm aus. Aber da sind einige Leiterbahnen kaputt. Einige. Und da versagt mir schon die Stimme. So schlimm war es dann auch wieder nicht. Also da sind einige Leiterbahnen kaputt und mussten ersetzt werden. Und nicht nur die Leiterbahnen, auch die Durchkontaktierungen waren zum Teil zerstört. Ja, also das heißt, wer immer noch eine Batterie im 4000er hat, sofort raus damit. Im 2000er ist schon schlimm, im 4000er ist noch viel schlimmer. Also Durchkontaktierung, hier Sockel, da Chips und so weiter. Peter hat da schon ganz viel gelötet und neue Adern gezogen. Aber da bist du jetzt fast fertig, oder? Also wenn ich mich noch recht erinnern kann, fehlt nur noch ein IC hier. Und das kommt jetzt dran. Anschließend müssen wir natürlich noch die ganzen Kondensatoren recappen. Ja, Kleinigkeiten. Das geht ja dann schnell. Er hat ja auf jeden Fall deutlich weniger als das CD32, muss man ja sagen. Das CD32 ist, glaube ich, Highscore, was Kondensatoren angeht. Ja gut, ich habe es noch nicht gezählt, aber es sieht weniger aus. Ja, okay. Ja, dann legen wir doch los. Peter lötet, ich assistiere. Es gab ja auch immer wieder Kommentare, überlass das doch einem Profi. Also überlasse ich das jetzt jemandem, der es auf jeden Fall besser kann als ich. Aber ich habe ja gesagt, ich will ja auch was lernen dabei. Insofern muss man ja auch einfach üben und Fehler machen. Und das ist ja auch hier eine der Sachen in der Bastelecke, wo ihr erfahrt, wie man sich aus einer Ecke, in die man sich reingebastelt hat, auch wieder rausbastelt. So. Aber auch ich mache Fehler, also so ist das jetzt nicht. Ja klar, aber jeder macht Fehler, aber manche halt mehr als andere. Aber das ist alles nur Teil von Lernen und Üben. So, Peter, wie ist die Lage? Nicht hoffnungslos. So. Ja, dann? Jetzt, also ich glaube mich zu erinnern, dass wir da aufgehört hatten, als der letzte IC dran war. Das ist schon so lange her. Ja. So, ja, für euch war das jetzt erst vor kurzem, aber bei uns hat das etwas länger gedauert, bis wir uns wieder treffen konnten. So, ein 74 HCT 166. Das müsste ja eigentlich auch hier irgendwo. Ja, also du ersetzt dir einfach durch neue jetzt. Ja. Ja, es sind ja Standardteile, das heißt, die kriegt man noch gut. Und statt an einem alten Teil dann rumzulaborieren, die kosten auch nicht viel, oder? Nee, die sind noch erschwinglich zu haben. Ja. Da sind sie drin. Und dann tut man sich einen Gefallen, wenn man nicht am alten Teil rumlaboriert, sondern einfach direkt ein neues einlötet und eine Fehlerquelle ausschließt. Assistent? Ja, ich bin schon. Danke. Da fällt am Docklab die Pinzette runter. Kann ja wohl nicht wahr sein. Ich finde es ja immer noch faszinierend, wie klein diese Teile sind. Und die sind jetzt noch groß. Ja, es wird noch kleiner. Ja. Dahin und dann gucken wir mal, wie das da drauf muss. Die haben ja eine Richtung, aber das wissen wir ja alle, ne? Na, wo sieht man denn da, was Pin 1 ist? An der Richtung. Ach, dieser, okay. Dieses etwas, ah ja, so kann man es sehen. Also wenn man sieht, die Einbaurichtung an dem Strich hier, da unten ist dann Pin 1. Mhm. Und rechts von dem Strich. Ja, und hier sieht man es halt an der kleinen Kerbe. Da muss der Strich hin. Okay. Manchmal ist auch so ein Punkt oder was anderes. Das ist nicht unbedingt immer ein Strich. Ja, du bist Assistent. Du musst
das so ausrichten, dass das hinterher passt. Kamerakind Dennis. Ich muss auch trotzdem noch mal gucken hier. Genau, das ist mir auch der Vorteil jetzt natürlich, dadurch, dass wir nicht zwei Baustellen gleichzeitig haben, könnt ihr zum einen ihr jetzt hier näher dran und zum anderen haben wir jetzt zwei Kameras an der Station und können da haben eine bessere Kameraabdeckung quasi. Weil manchmal muss natürlich das Werkzeug im Weg sein und wir haben ja immer gesagt, so gern wir Videos für euch machen, wichtig ist, dass es hinterher funktioniert. Aber so haben wir jetzt eine Chance, auch mal am Werkzeug vorbeizufilmen. Also schön gut, aber jetzt brauche ich es halt wieder. Ja, ja, mach. Ich habe meine Augen zum Nicht mehr die allerbesten. Was soll ich denn da sagen? Wenn die Lupe so schwankt, das ist auch unangenehm. Kommt man sich vor wie auf dem Meer. So, ich habe das jetzt an zwei Punkten festgelötet. Anschließend kann ich es halt jetzt komplett verlegen. Jetzt habe ich ein Schnürschloss gemacht. Aber ja, da gibt es ja das Wundermittel. Schlussmittel? Wundermittel. Kein Schlussmittel. Entlötlitze und dann kriegt man den wieder gut weg. Was hältst du denn eigentlich von Drag Soldering? Was ist das? Also, es gibt Leute, die so ICs, SMD-ICs festlöten, indem sie mit einer breiten Lötspitze quasi Massen von Lötzinn draufhauen. Jetzt habe ich bei dir den Lötkolben runtergehauen. Das merkst du. Massen, ja. Ich habe einmal an Lötkolben gefasst. Das mache ich nicht wieder. Nicht freiwillig. Die Massen von Lötzinn draufhauen mit einer breiten Lötspitze und erstmal überall Kurzschlüsse. Und dann sagen, so, jetzt ist auf jeden Fall überall da, wo Lötzinn sein soll, ist Lötzinn. Und dann mit viel Flussmittel und Entlötlitze es quasi da, wo es nicht sein soll, wieder wegnehmen. Kann man machen. Also gerade wenn man... Aber meine Methode ist es halt nicht. Also es ist wohl insbesondere, wenn du viele kleine Beinchen hast. Also bei diesen Chips würde ich es vielleicht auch so machen. Ne? Da würde ich auch mit Flussmittel und viel Lötzinn, aber nicht mit einer, sondern auch mit der Lötspitze arbeiten. Ja. Das hier so entlang ziehen. Das hat beim Re-Amiga einwandfrei funktioniert. Ja, weil da ist es, glaube ich, irgendwann wird es halt so viele Gran, dass du auch mit der Lupe und einer feinen Lötspitze keine Chance mehr hast, wirklich die exakt einzeln zu löten, also zumindest ich mit meiner unruhigen Hand sowieso schon mal nicht. Es hat halt jeder so seine Methoden beim Löten. Ich will auch keine abwerten oder besser machen. Jeder muss es so machen, dass er mit zurechtkommt, finde ich. Du hast ja selber gesagt, du hast die Methode auch schon angewendet. Ja. Aber diese Leute haben ja dann auch eine Lötspitze mit so einem Kelch. Das haben wir schon nicht. Ich hab's mit dem hat funktioniert. Ja. Von daher, jeder macht so, wie er es am liebsten macht. Genau, am Ende kommt es ja aufs Ergebnis an. Genau. Am Ende ist es wichtig, dass es funktioniert. Und natürlich auch ein bisschen gut aussieht, aber ja. Es guckt ja keiner mehr rein. So, das war das letzte IC. Wir könnten mal testen jetzt. So, das heißt, wir bauen mal um, schließen mal an und dann gucken wir, ob er wieder geht. So, und an der Stelle haben wir dann unterbrochen, weil irgendwie es ging nicht vorwärts. Wir haben dann noch längere Zeit rumgemessen und rumdiagnostiziert und ich bin dann irgendwann aufgebrochen,
Und jetzt hat es ja aus verschiedenen Gründen längere Zeit gedauert, bis wir uns wieder getroffen haben. Aber wir können einen Erfolg melden. Es geht was. Aber was, das soll mal gleich. Nur erstmal, was hatten wir denn überhaupt für ein Problem und was war dann das Rätsels Lösung? Ja, das Problem war, dass um den Akkubereich ja alles kaputt war, verschimmelt, zerfressen, Ja. erledigt. Wir haben ja dann mit mühevoller Kleinarbeit alles nachgemessen, überall Kupferlackdraht eingezogen. Auch das erste RAM-Riegel wurde ausgebaut und gesäubert und neu verkabelt, was Ja. kaputt war. Danach wieder alles zusammengebaut und danach hatten wir dann die ersten Probleme, dass zwar das Diagramm funktioniert hat, Also es aber hat zumindest das Diagramm irgendwas gemacht. genau, die Bilder bringst du ja noch rein, ne? Ja. Aber es ging nicht weiter. Nur das Diagramm hat teilweise funktioniert, aber nicht Genau, richtig. booten konnte man nicht und es hatte so lustige Sachen wie wiederholte Buchstaben und Genau, sowas. ja. Sah also nicht gut aus. Ja. Danach kam ja das, was du gesagt hast, da war dann halt der Frust groß und keine Lust mehr und so. Und dann kam das Corona dazwischen und in der Zwischenzeit habe ich auch ein bisschen weitergemacht. Ich habe alle Kupferlackdrähte durch Wickeldraht ersetzt. Genau, also wir können mal gucken. Hier sehen wir jetzt um die inzwischen auch eingelöteten Knopfzellenhalter herum. Dort sieht man jetzt so schwarze Drähte. Was ist da der Unterschied zu dem Kupferlackdraht? Er lässt sich leichter verarbeiten, meiner Meinung nach. Ja. Genau, auf der Unterseite haben wir, glaube ich, auch noch was, aber Ja, da da kommen ist wir auch. gleich zu. Ja. Außerdem habe ich jetzt nicht nur das erste Riegel rausgemacht, sondern alle vier, fünf, alles sauber gemacht. Aber da war nichts kaputt, also das war alles sauber. Ja. Gut, das war einfach nur sicherheitshalber dann. Genau, alles wieder zusammengebaut, mit Ja. Wickeldraht gemacht und es ging immer noch nicht. Immer noch das gleiche Fehlerbild Ja. mit einer Doppelhochstaube beim Diagramm. Danach bin ich mal ans A1K-Forum gegangen und habe da mal gefragt. Und siehe da, der Fehler war schon bekannt. Und es war ein kleiner Widerstand, der die CPU mit Strom versorgt, war die Ursache von dem ganzen Ding. Und der findet sich auf der Rückseite. Das ist ja das CPU-Board. Und auf der Rückseite ist der hier unten, der R79. Der hatte die Verbindung zu plus 5 Volt nur unzureichend oder gar nicht mehr. Und daher kam dieses Fehlerbild, nachdem das wieder behoben war. Also hatte eine kalte Lötstelle oder? Ja, vermutlich kommt es daher, also so haben die das im A1K-Forum erzählt, dass die Schrauben, die hier drin sind, das Board halt immer ein bisschen biegen und irgendwann bricht halt die Lötstelle. Ja. Und genau von diesem Widerstand da. Nachdem die Verbindung zu plus 5 Volt wieder da war, Leber. Das Faszinierende war, ich habe mir den Thread angeguckt, das war so nach dem Motto, hier ist so irgend so ein Problem mit doppelten Buchstaben, verstehe ich nicht. Und so ungefähr die erste Der Antwort zweite oder der direkt dritte Antwort hat war. gesagt, ist doch klar, das ist der R79. Ich meine, das ist. Klar, woher soll man das wissen, ne? Also. Ja. Also ist offensichtlich ein Problem, was öfter mal auftritt. Genau, hier Genau. oben war ja noch der Bereich von dem Akku, wo noch mehr Leiterbahnen zerstört waren. Genau, da haben wir jetzt auch nicht mehr den Kupferlackdraht. Sondern den Vierteldraht oder Genau, ich Mitteldraht. finde, ich sieht auch optisch schöner aus. Fällt auch gar nicht mehr so sehr auf. Und insgesamt, wenn man sich mal das Board jetzt so insgesamt anguckt, ist es. Ich meine, manche Boards, die aus der Fabrikation von Commodore sind, haben ja auch direkt von Werk solche Drahtbrücken, weil irgendwas nicht funktioniert hat. Ja, also natürlich haben wir hier jetzt an der Stelle sind es ein paar mehr. Aber so Meine ganz war auch viel kaputt. grundsätzlich. Also das war wirklich der Akku war wirklich total weit fortgeschritten, der Akkufraß. Ja. Also auf jeden Fall, man kann es nicht oft genug sagen, wenn ihr irgendwo da noch einen Akku drin habt, raus damit. Und halt auch die Batterielauge, die da drin ist, dann neutralisieren, weil sonst frisst das ja alles weiter. Ja. Okay. So, das heißt, der Akkuschaden ist behoben, der Bruchschaden ist behoben. Das Der wird aber auch erklären, R79 geht, ist das würde aber wieder auch erklären, warum der vorher, also gut, ich hatte ja gesagt, er hat ein paar Monate vorher noch funktioniert. Dann war wahrscheinlich vorne dran mit dem Akkuschaden die paar Monate, die ihm den Rest gegeben haben. Und hinten, das kommt halt dann mit durch Ein- und Ausbauen, war ja. wahrscheinlich auch den Rest gegeben. Wann das genau passiert ist, kann ich nicht mehr sagen jetzt. Ja, genau. Aber damit sollte er jetzt wieder funktionieren. Das heißt, wir schließen jetzt mal an und kontrollieren das mal.
Genau. So, fast ist er wieder vollständig. Wir haben jetzt nur den Gehäusedeckel noch nicht drauf gemacht. Wir waren jetzt schon mutig und haben sehr viel zusammengeschraubt, aber man soll ja auch nicht übermütig werden. Auf jeden Fall den 4000er. Also da hat Commodore schon jeden Zentimeter genutzt, das alles zusammenzubauen aus den einzelnen Rahmen, die Kabel richtig zu verlegen. Und jetzt haben wir natürlich auch keine halben Sachen hier, sondern da ist direkt noch CD-Brenner mit drin und eine File-Card mit der SCSI-Platte und dann auch noch eine IDE-Platte. Und ich muss sagen, ich finde diese Konstruktion hier, eine Festplattenhalterung direkt am Netzteil quasi, die finde ich schon verschärft, aber wenn es geht. Und das gibt einem eben dann den Platz hier vorne, ein 5¼ Zoll Laufwerk oder CD-ROM und theoretisch zwei Diskettenlaufwerke. Also da unten ist noch Platz für ein weiteres Diskettenlaufwerk. Notfalls könnte man da auch eine Festplatte noch befestigen. Genau. So. Was wir eben noch nicht erwähnt hatten, aber wir können es jetzt, bevor der Deckel drauf ist, gerade noch mal zeigen. So ein bisschen sieht man es hier noch. Ansonsten blenden wir noch mal anderes Bildmaterial ein. Der Akku, der den ganzen Schaden da verursacht hat, der musste natürlich weg. Und damit das mit der Batteriepufferung für die Echtzeituhr noch funktioniert, muss eine andere Batterie drin. Und üblicherweise macht man das ja mit solchen Knopfzellenhalterungen. Ja, haben wir hier in der Bastelecke ja auch schon mal gezeigt, wie das funktioniert. Nur das war ja alles so weggefressen, da war nichts mehr, um das festzulöten. Genau. So, und dann sind wir, haben wir gesagt, okay, wir machen das jetzt wie die Profis und haben uns da ein Ersatzteil gedruckt. Mit dem 3D-Drucker einen schönen Abstandshalter, der jetzt da unten drunter ist, und das damit dann festgeklebt. Genau. Genau. Und was mussten wir dann noch machen? Die Drähte ziehen. Ach ja, stimmt. Genau. Also dann war das schon an der richtigen Stelle. Ja, aber genau. Da ja die Lötpunkte an der Stelle hinüber sind, hat Peter dann noch Drähte gezogen von. Die Leiterbahnen waren völlig zerfressen. Ja. Und ich habe dann noch zwei Vierteldrähte eingebaut für GND und für Plus. Ja. Genau. So, das heißt, theoretisch sollte jetzt alles gehen. Dann würde ich sagen, toi, toi, toi. Ich nehme mal die Kamera in Anschlag und wenn. Soll ich einschalten, oder? Drück du mal bitte den Einschalter. Ich bin ja auch so nah dran. Ich möchte nicht, dass wir da irgendwas. Quatsch, da passiert nichts. Der funktioniert jetzt. So, wir hören die Festplatten anlaufen. Ich nehme mal die Tastatur, weil. Genau, und das ist ein Problem, was das Kickstart 3.0 hat. Im Kickstart 3.0, der wartet nicht lange genug, bis die Festplatten alle da sind. Also manche Festplatten brauchen ein bisschen länger, um sich zu melden. Und dann sagt er schon, keine Festplatte da, Diskette. Das heißt, wir müssen jetzt einmal ein Reset machen. Weil jetzt sind die Festplatten da und wenn er jetzt fragt, dann müsste er die Festplatte finden. Also soweit noch erwartetes Verhalten. Wow. Und wir sehen, er bootet relativ flott und da ist die Workbench. Und er hat auch beide Festplatten gefunden. Genau, das eine ist die Workbench, das andere die Work. Genau, jetzt wird auch alles. Wie soll. Genau, das System ist nicht fertig eingerichtet, da hatte ich. Vor der ganzen Bastelaktion hatte ich angefangen, da das System mal neu aufzusetzen und da kann ich dann jetzt dann mal weitermachen. Ja, ich würde sagen, Peter, ein voller Erfolg. Genau. Dann sage ich vielen, vielen Dank für deine Unterstützung, weil das hätte ich alleine nie im Leben hingekriegt. Gerne, schön. Kein Problem. Vielen Dank an den Tipp aus dem A1K-Forum natürlich. Ja, ohne den wären wir wahrscheinlich auch noch verzweifelt. Ja. Aber das ist eben gut. Wir haben sie dort in dem Thread geschrieben. Inzwischen ist halt quasi fast jeder Fehler schon mal aufgetreten. Und da sind wirklich Experten, die dann auch sagen können, okay, ja klar, das ist der Fehler. Also wenn ihr irgendwo Unterstützung braucht, dann a1k.org. Aber nett und höflich bleiben, dann sind auch dort die Forenteilnehmer nett und höflich und helfen. So ist es. Genau. Dies kann ich nur bestätigen. So. Dann würde ich sagen, dass ein lange, lange andauerndes Projekt hat seinen Abschluss gefunden.
guten Abschluss. Einen guten Abschluss gefunden. Wir müssen jetzt noch den Deckel drauf machen, aber ich glaube, das könnt ihr euch dann noch vorstellen. Dann sage ich an dieser Stelle wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye bye. Ad Astra.